Willkommen zur Einführung in die Informatik für Geisteswissenschaftler. Dieses Video ist entstanden im Rahmen der gleichnamigen Veranstaltung an der Universität Paderborn. In diesem Video möchte ich die Registermaschine vorstellen. Diese ist ein theoretisches Modell für einen Computer. Sie existiert nicht in Wirklichkeit, aber sie ist insofern ein sehr gutes theoretisches Modell, da sie uns zeigt, wie einfach eine Maschine aufgebaut sein kann, die in der Lage sein soll, beliebige Algorithmen auszuführen. Sie ermöglicht es uns, zumindest vom Prinzip her, die Algorithmen bzw. deren Konzepte, die wir in den letzten Vorlesungen bzw. Videos kennengelernt bzw. angesprochen haben, auf eine Maschine zu übertragen. Diese Maschine ist einigermaßen ähnlich zu einem realen Computer, einem sehr einfachen realen Computer, muss man sagen. Unsere Computer, die wir heutzutage haben, sind in der Regel erheblich komplexer aufgebaut, aber die Grundprinzipien sind genau die gleichen. Für diejenigen, die das Video zur Turing-Maschine gesehen haben, sind hier einige Dinge wiederzuerkennen. Wir haben auch hier ein Eingabe- und ein Ausgabeband, die hier etwas anders dargestellt sind. Auch die anderen Komponenten erinnern ein wenig an die Turing-Maschine, sind aber tatsächlich deutlich anders, das werden wir noch sehen. Wer das Video zur Turing-Maschine nicht gesehen hat, hat nicht wirklich etwas verpasst. Alles Folgende wird auch so verständlich sein und ich werde das hier alles ausführlich erläutern. Nur kurz noch, man kann zeigen, dass die Registermaschine und die Turing-Maschine zueinander äquivalent sind. Das heißt, alles, was die eine Maschine berechnen kann, kann auch von der anderen Maschine berechnet werden. Das soll uns aber jetzt nicht weiter interessieren, sondern nur eine Hintergrundinformation für diejenigen sein, die das Video zur Turing-Maschine gesehen haben. Im weiteren Verlauf braucht uns die Turing-Maschine aber hier nicht weiter zu interessieren. Die Registermaschine ist also ein idealisierter Computer, der intern, in der Maschine selber, das Programm verwaltet. Dafür ist diese Maschine aus verschiedenen Komponenten aufgebaut, die hier dargestellt sind. Das ist zum einen das Programm, also die formale Darstellung unseres Algorithmus in Form von elementaren Befehlen für die Maschine. Den Befehlssatz, über den diese Maschine verfügt, werden wir gleich kennenlernen und dann auch sehen, wie einfach ein solcher Befehlssatz aufgebaut sein kann. Unsere Maschine verfügt über gerade einmal 12 verschiedene Befehle und ist damit in der Lage, jedes beliebige Programm dieser Welt auszuführen. Wir haben als zweite Komponente ein Eingabeband. Wenn man das mit einem heutigen Computer vergleichen möchte, wäre das so etwas wie eine Tastatur. Hier allerdings muss die Eingabe vorab, also bevor die Ausführung des Programms beginnt, komplett vorliegen. Wir können uns also nicht unterwegs überlegen, dass wir auf das Eingabeband noch einmal weitere Werte schreiben. Wir haben hier kein interaktives System. Auf diesem Eingabeband steht also unsere Eingabe, immer ein Wert in einer Zelle, also einem dieser Kästchen. Wir werden gleich noch sehen, wie wir diese Eingaben lesen können, sodass unser Programm mit dem, was in der Eingabe steht, arbeiten kann. Das Gegenstück dazu ist das Ausgabeband. Das wäre entsprechend vergleichbar mit dem Monitor unseres Computers oder eher einer an unseren Computer angeschlossenen Schreibmaschine. Auch dort haben wir wieder Zellen, in die immer jeweils ein Wert geschrieben werden kann. Jeder Wert, sowohl im Eingabe- als auch im Ausgabeband, kann immer ein beliebig großer Wert sein, also eine beliebige Zahl sein. Hier merkt man schon, dass es sich um ein theoretisches Modell handelt, denn wir haben hier keine Begrenzung, dass also nur Zahlen bis zu einer bestimmten Größe, mit je 1, 2 oder 4 Byte beispielsweise, in eine solche Zelle hineinpassen würden. Für dieses theoretische Modell können wir beliebig große Zahlen, auch mit Nachkommastellen, in jede einzelne Zelle packen. Wir betrachten hier ohnehin nur kleine Programmbeispiele, sodass dies alles keine große Rolle spielen wird. Wir haben auf der rechten Seite in diesem Bild dann noch die Register. Diese geben der Maschine ihren Namen, Registermaschine im Deutschen. Auf Englisch heißt sie Random Access Machine. Random Access bedeutet, dass wir jederzeit auf beliebige Register zugreifen können. Wie das funktioniert, werden wir gleich noch sehen. In diesen Registern kann ebenso wie im Eingabe- und Ausgabeband in jeder Zelle immer ein beliebig großer Wert stehen. Immer nur ein einziger Wert in jedem einzelnen Register, niemals mehrere Werte gleichzeitig. Das bedeutet, wann immer wir einen neuen Wert in ein solches Register hineinschreiben, ist der alte Wert, der dort zuvor stand, unwiderruflich verloren. Wenn wir uns einen Wert also merken wollen, weil wir ihn später noch brauchen, müssen wir daher auf jeden Fall dafür sorgen, dass wir ihn in einem separaten Register irgendwo speichern. Ansonsten ist der Wert, wie gesagt, verloren. Es gibt also keine Erinnerung in diesem Register. Ein Wert bleibt also so lange in einem Register erhalten, bis er überschrieben wird. Dann aber ist er auch tatsächlich weg. Die Steuerung des Ganzen übernimmt die endliche Kontrolleinheit, die wir da in der Mitte sehen. Die wird uns eigentlich gar nicht weiter interessieren, außer dass sie eben im Grunde die Logik dieser Maschine in ihrem Inneren zusammenhält. Sie sorgt dafür, dass die Befehle dieser Maschine nacheinander abgearbeitet werden, also das Programm. Dafür besitzt die Maschine einen Instruktionszähler, der anzeigt, welche Anweisung als nächstes ausgeführt werden soll. Die Anweisungen werden nacheinander ausgeführt. Wir beginnen mit dem Programmschritt Nummer 0. Hier sehen wir wieder, dass Informatiker gerne bei 0 anfangen zu zählen, wie wir das bei den Codierungen schon kennengelernt haben und uns das noch öfter wieder begegnen wird. Der erste Programmschritt ist also der nullte Programmschritt. Dann kommt der erste, dann der zweite, dann der dritte und so weiter. Das ist die normale Reihenfolge. Wir werden sehen, dass wir von dieser Reihenfolge abweichen können. Dafür gibt es sogenannte Ablaufkontrollbefehle oder Sprungbefehle, die wir gleich noch kennenlernen werden.
Auf das Eingabeband zeigt ein Lesekopf. Ein Lesekopf ist im Grunde genommen wie früher bei einem Tonbandgerät oder Kassettenrekorder, falls ihr solche Geräte noch kennt. Dabei können wir nur den Wert in der Zelle, an dieser einen Stelle, an der der Lesekopf steht, lesen. Der Wert bleibt auf dem Eingabeband stehen, aber wir können diese Zelle anschließend nicht erneut lesen. Wenn wir eine Zelle ausgelesen haben, wandert der Wert in die endliche Kontrolleinheit hinein und der Lesekopf wird eine Zelle weitergesetzt. Hier würde der Lesekopf dann also auf der zweiten Zelle stehen. Wir können den Lesekopf nie wieder zurücksetzen. Das heißt, dass ein Wert, den wir einmal gelesen haben, gewissermaßen weg ist und wir nie wieder an diesen Wert kommen. Wir haben ihn im Moment noch in der endlichen Kontrolleinheit und können ihn nun aber irgendwo ablegen, nämlich in einem Register. Wenn wir das nicht tun, ist der Wert auf immer verloren. Wenn wir also mit der Eingabe irgendetwas anfangen wollen, müssen wir sie auf jeden Fall in irgendeinem Register speichern. Alles andere wäre eine ziemlich blöde Sache, weil wir dann eben, wie gesagt, mit unserer Eingabe gar nichts anfangen könnten. Das Gegenstück zum Lesekopf ist der Schreibkopf, der auf das Ausgabeband verweist. Auch der zeigt auf eine bestimmte Zelle und wird von da aus automatisch immer um eine Zelle weiter bewegt, sobald ein Zeichen geschrieben worden ist. Das ist ähnlich wie bei einer Schreibmaschine. Wenn wir eine Taste auf der Schreibmaschine drücken, wandert der Schreibkopf der Schreibmaschine automatisch eine Stelle weiter. Auf einer Schreibmaschine gibt es eine Rückschritttaste, mit der wir wieder zurückgehen können. Die gibt es hier nicht. Das heißt, wir kommen auch hier nicht wieder zurück. Ein einmal in die Ausgabe geschriebener Wert bleibt uns auf ewig erhalten und wir können ihn nicht nachträglich überschreiben. Insofern unterscheidet sich das ein bisschen von einem Computermonitor, auf dem man an beliebige Stellen etwas schreiben kann. Auf die Register haben wir, wie gesagt, einen sogenannten wahlfreien Zugriff. So übersetzt man den Begriff Random Access ins Deutsche. Wahlfreier Zugriff bedeutet, dass wir die Register nicht in einer bestimmten Reihenfolge anspringen müssen, sondern sie beliebig adressieren können. Also gerade das genaue Gegenteil von dem, was bei Eingabe- und Ausgabeband möglich ist. Wir können jederzeit auf ein beliebiges Register zugreifen. Wir können zum Beispiel sagen, wir möchten etwas im Register 0 speichern oder im Register 1 oder im Register 17 oder 42 oder wohin auch immer wir etwas speichern möchten. Das ist jederzeit möglich. Und wir können diese Register auch wieder auslesen, also einen Wert von einem Register lesen, um dann irgendetwas damit zu machen. Was wir alles machen können, werden wir uns noch angucken. Es gibt ein besonderes Register, das ist das Register 0, der sogenannte Akkumulator. Der verfügt über bestimmte besondere Funktionen. Nur in ihm können wir bestimmte Operationen durchführen, deshalb dient er als eine Art Arbeitsregister für uns. Die anderen Register dienen ausschließlich dazu, dass wir Werte in ihnen speichern können. Im Akkumulator hingegen können wir bestimmte Rechenoperationen und Vergleiche durchführen. Die werden wir gleich alle noch kennenlernen. Damit haben wir jetzt die Grundbausteine dieser Maschine zusammen und werden uns gleich einmal anschauen, was wir mit dieser Maschine nun anfangen können. Wir werden uns nämlich angucken, welche Befehle sie besitzt und wie diese Maschine diese Befehle dann abarbeitet. Ganz kurz möchte ich noch einmal den Bezug zum Thema Algorithmen herstellen, das wir in einem der letzten Videos behandelt hatten. Wir haben hier eine Maschine, die im Grunde genommen jeden beliebigen Algorithmus, den man formulieren kann, abarbeiten kann. Hier sind die Kriterien erfüllt, dass wir mit einem Programm, das wir für die Registermaschine schreiben, das abgearbeitet werden kann, das auch irgendwann endet, und das ist wichtig, die Ausführung des Programms muss irgendwann auch beendet werden, auch tatsächlich einen Algorithmus für diese Maschine geschrieben haben. Unser Programm wird ausschließlich aus elementaren Anweisungen für das ausführende Organ bestehen, also die endliche Kontrolleinheit oder die Registermaschine als Ganzes. Die Formulierung unseres Programms ist präzise und eindeutig, weil wir nur diese 12 Befehle, die wir gleich kennenlernen werden, zur Verfügung haben. Sonst nichts. Und da ist klar definiert, was jeder einzelne dieser Befehle macht. Außerdem ist in jedem Schritt festgelegt, was als nächstes zu geschehen hat und es gibt keine Wahlmöglichkeiten bei der Ausführung. Die Formulierung unseres Programms ist endlich, denn wir schreiben nur endlich viele Programmschritte auf. Das ist das Programm, das wir links stehen haben. Wir müssen natürlich dafür sorgen, dass die Maschine mit unserem Programm zu einem Ergebnis kommt. Dann ist die Ausführung auch nach endlich vielen Schritten abgeschlossen. Und unsere Programme sollen natürlich nicht nur eine einzige spezifische Berechnung durchführen, wenn wir zum Beispiel Zahlen addieren wollen, nicht nur die Zahlen 3 und 7, sondern eben beliebige Zahlen addieren. Wenn wir das getan haben, haben wir einen Algorithmus für diese Maschine geschrieben. Vom Prinzip her lässt sich jedes algorithmisch lösbare Problem durch ein Programm für die Registermaschine lösen. Und umgekehrt kann man sagen, dass die Registermaschine eine symbolische Maschine in dem Sinn ist, wie Sibylle Krämer das formuliert hat, oder anders gesagt, ein universeller Computer ist. Das müsste man jetzt noch genauer nachweisen, aber den formalen Beweis werden wir hier natürlich nicht führen. Schauen wir uns jetzt die Maschine einmal an und sehen uns die ersten 4 Befehle dieses kleinen Programms an, das wir hier links stehen haben. Die ersten, die wir hier sehen, sind die sogenannten Transportbefehle. Diese dienen dazu, dass wir Werte aus der Eingabe lesen und in die Register hineintransportieren können, dass wir Werte aus den Registern auch in die Ausgabe transportieren können und dass wir Werte zwischen Registern hin und her schieben können. Das ist der Sinn dieser Transportbefehle. Schauen wir uns das jetzt einmal ganz kurz an der Maschine an. Dafür gehe ich jetzt hinüber an meine Registermaschine und da probieren wir einmal aus, was diese Transportbefehle, also die in den Programmzeilen 0 bis 3, machen, wofür wir uns dann den weiteren Befehlen zuwenden.
Wir haben jetzt hier unsere Registermaschine. Hier auf der linken Seite haben wir das Programm mit dem Instruktionszähler. Hier haben wir das Eingabeband mit dem Eingabekopf, mit dem Lesekopf. Hier haben wir das Ausgabeband mit dem Schreibkopf. Und hier haben wir unsere Register, die zu Beginn leer sind. Das Programm läuft nun los mit dem ersten Befehl Read 0. Read 0 besagt was? Wir sollen einen Wert lesen. Aus der Eingabe heißt das. Read bezieht sich immer auf das Eingabeband. Wir lesen also den Wert 1, den merken wir uns und der Kopf wandert direkt automatisch einen weiter. Und diesen Wert 1 haben wir uns gemerkt und wir sollen ihn wohin lesen? In das Register 0. Das heißt also, die 1 speichern wir jetzt in diesem Register 0. Jetzt kommt der nächste Befehl. Der Instruktionszähler wandert einen Schritt weiter. Der nächste Befehl kommt. Read 1. Das heißt, wir lesen wieder aus der Eingabe. Wir lesen eine 2, die merken wir uns, der Kopf wandert einen weiter. Und wohin speichern wir den Wert, den wir gerade gelesen haben? Im Register 1. Wir haben also hier jetzt eine 2 stehen. Dann wandert der Kopf wieder einen Schritt weiter, der Instruktionszähler wieder einen Schritt weiter. Write 1 besagt nun, dass wir einen Wert schreiben sollen. Read bezieht sich auf das Eingabeband, Write bezieht sich auf das Ausgabeband. Wir sollen also in die Ausgabe schreiben, und zwar nicht den Wert 1, sondern den Wert, der im Register 1 steht, also eine 2. Die schreiben wir hier hin und der Kopf wandert einen Schritt weiter. Jetzt kommt als nächstes der Befehl Load 1. Das heißt jetzt nicht Read 1, sondern Load 1. Und das besagt, dass wir einen Wert, den Wert aus dem Register 1 laden sollen, und zwar wohin? Load bezieht sich immer auf den Akkumulator. Wir laden also den Wert, den wir hier haben, in den Akkumulator. Die 1 hier verschwindet also, die ist weg, die kriegen wir nie wieder. Und stattdessen steht hier nun eine 2. Der Wert in Register 1 bleibt stehen, der wird nicht gelöscht, sondern der bleibt erhalten. Das wird also hinüber kopiert, nicht verschoben. Damit haben wir jetzt einige der wichtigsten Transportbefehle kennengelernt, also 3 von den 4 Befehlen kennengelernt. Und den Store-Befehl, den kriegen wir gleich noch. Damit haben wir die Transportbefehle jetzt soweit abgearbeitet, werden gleich aber noch ein paar Feinheiten dazu kennenlernen. Wir wenden uns dann als nächstes den arithmetischen Befehlen zu. Arithmetische Befehle sind einfach Rechenbefehle. Diese beziehen sich immer auf den Akkumulator, also das Register 0. Ich hatte schon gesagt, dass dieses ein besonderes Register ist. Hier zeigt sich das noch einmal. Wir haben 4 Rechenarten, die wir ausführen können. Wir können addieren, subtrahieren, multiplizieren und dividieren. Der erste Operand ist immer der Wert, der im Akkumulator steht. Der zweite Operand ist immer der Wert, der hinter dem Befehl angegeben ist. Auch das werden wir uns jetzt an diesem kleinen Programmbeispiel angucken, indem ich wieder zur Registermaschine hinübergehe und die nächsten Befehle ausführe. Unser nächster Befehl in Zeile 4 sagt nun Add 1. Wir sollen also den Wert aus Register 1 hernehmen und addieren. Wozu sollen wir ihn addieren? Zum Wert im Akkumulator. Alle Rechenbefehle beziehen sich ja immer auf den Akkumulator. Das heißt, wir rechnen also 2 plus 2, das ergibt 4. Und damit haben wir hier also jetzt den Wert 4 drin stehen. Der Zähler wandert wieder einen weiter und jetzt kommt der Store-Befehl, den wir eben noch nicht hatten. Wir speichern jetzt den Wert aus dem Akkumulator. Load und Store beziehen sich immer auf den Akkumulator. Und wohin speichern wir den Wert? In Register 2. Das heißt, wir haben also hier jetzt eine 4 stehen. Jetzt kommt anschließend der Befehl Load 2. Das heißt, wir laden den Wert aus Register 2 in den Akkumulator. Wird also eine 4 hier hinüber kopiert. Da müssen wir jetzt nicht unbedingt etwas machen, weil ja hier schon eine 4 steht. De facto wäre es so, dass die 4 ausradiert und eine neue 4 hier hingeschrieben wird. Im Grunde genommen ist dieser Schritt überflüssig, wie wir gerade sehen, aber er steht nun mal im Programm drin, deshalb müssen wir ihn auch ausführen. Das heißt also, wir haben ja eine frische 4 sozusagen gerade erhalten. Dann kommt der nächste Befehl, sub gleich 1. Das heißt, wir sollen jetzt abziehen, und zwar nicht den Wert, der im Register 1 steht, sondern das gleich 1 sagt, ja, wir sollen den Wert 1 abziehen, die Zahl 1 abziehen von dem Wert, der im Akkumulator steht. Das heißt, 4 minus 1 ergibt 3. Da haben wir also hier eine 3 stehen. Und anschließend soll dieser Befehl wiederum im Register 2 gespeichert werden. Also wird der Wert aus dem Akkumulator genommen und wird jetzt überschreibt den alten Wert im Register 2, sodass wir also auch hier jetzt eine 3 stehen haben. Als nächstes kommt jetzt der Befehl Jump Greater Than 06. Den verstehen wir im Moment noch nicht. Den gucken wir uns jetzt als nächstes erst einmal an, was wir da noch alles machen können. Damit sind jetzt auch die Rechenbefehle, die arithmetischen Befehle, kein Geheimnis mehr für uns. Und wir kommen zur letzten Kategorie von Befehlen. Das sind die sogenannten Sprungbefehle, mit denen wir eine Ablaufsteuerung erreichen können. Wir haben ja schon gesehen, dass das Programm normalerweise Schritt für Schritt nacheinander ausgeführt wird. Zeile 0, Zeile 1, Zeile 2 und so weiter. Außer eben, es kommt ein solcher Sprungbefehl. Von diesen gibt es 3 verschiedene und dazu noch einen Haltbefehl. Was der Haltbefehl macht, ist, so denke ich, relativ klar.
Die anderen drei schauen wir uns einmal kurz an. Der einfache Sprungbefehl, ein sogenannter unbedingter Sprung, heißt Jump und der springt immer. Sobald wir bei der Ausführung des Programms auf diesen Befehl stoßen, wird ein Sprung ausgeführt. Und zwar wohin? In die Programmzeile, die dahinter angegeben ist. Jump 5 beispielsweise würde dafür sorgen, dass wir zur Programmzeile 5 springen und dort mit der Ausführung weitermachen. Im Gegensatz dazu handelt es sich bei den beiden anderen Sprüngen um sogenannte bedingte Sprünge. Nur wenn eine bestimmte Bedingung erfüllt ist, wird der Sprung ausgeführt. Ansonsten wird einfach mit dem nächsten Befehl in der normalen Reihenfolge weitergemacht. Der eine dieser bedingten Sprünge heißt Jump 0. Dabei wird überprüft, ob der Wert, der im Akkumulator steht, gleich 0 ist. Hier sehen wir noch einmal die Sonderrolle des Akkumulators. Wir können nicht schauen, ob in irgendeinem Register der Wert 0 steht, sondern nur, ob das im Akkumulator der Fall ist. Jump 0 sagt also, dass wir dann und nur dann, wenn der Wert, der aktuell im Akkumulator gespeichert ist, gleich 0 ist, in die angegebene Programmzeile springen. Der dritte Sprung, den unsere Maschine beherrscht, heißt JGTZ und das steht kurz für Jump Greater Than 0. Er besagt, wir springen genau dann, wenn der Wert, der gerade im Akkumulator steht, größer als 0 ist. Kleiner als 0 können wir nicht abfragen, wir können nur gleich 0 abfragen mit Jump 0 und größer als 0 mit Jump Greater Than 0. Für alles andere müssen wir uns Tricks ausdenken, wie wir das hinbekommen. Mit der Kenntnis der Sprungbefehle können wir jetzt das Programm zu Ende spielen. Hier taucht nur der Befehl Jump Greater Than 0 und der Befehl Halt auf. Das sind die einzigen beiden Befehle, die wir von diesen Ablaufbefehlen haben. Und deshalb gucken wir uns die jetzt also an. Jump Greater Than 0 besagt also, dass wir nachschauen sollen, welcher Wert im Akkumulator steht. Da steht eine 3. Wir sollen überprüfen, ob der Wert größer als 0 ist. 3 ist größer als 0. Also springen wir zurück in die Zeile 6. Wir laden also den Wert aus Register 2 in den Akkumulator. Das heißt also, hier kommt eine frische 3 hinein. Ich radiere das wieder nicht aus, weil sich, wie gesagt, nichts ändert. Also, aber im Grunde genommen wird eben eine frische 3 hier hineingeschrieben. Jetzt sollen wir als nächstes wieder 1 subtrahieren. Das heißt also, aus der 3 wird hier jetzt eine 2. Und dann sollen wir diesen Wert wieder in Register 2 speichern. Das heißt also, hier steht jetzt ebenfalls eine 2. Jetzt überprüfen wir wieder, ob im Akkumulator ein Wert größer als 0 steht. 2 ist größer als 0, also springen wir zurück in Zeile 6 und sollen wieder den Wert aus Register 2 laden. Das ist eine 2, die wird hier wieder erneut frisch hineingeschrieben, ändert sich wieder nichts. Wir subtrahieren wieder 1, das heißt also aus der 2 hier wird eine 1 und wir speichern den Wert in Register 2, also haben wir auch hier jetzt eine 1 drin stehen. Und wir überprüfen wieder, ob der Wert im Akkumulator größer als 0 ist. 1 ist größer als 0, also springen wir wieder zurück in Zeile 6. Wir laden wieder den Wert aus Register 2, also kommt hier eine frische 1 hinein. Wir subtrahieren 1, dann haben wir hier eine 0 stehen. Dann speichern wir den Wert wieder in Register 2, dann haben wir auch hier eine 0 stehen. Und wir überprüfen wieder, ob im Akkumulator ein Wert größer als 0 steht. Jump greater than 0, 6. 0 ist aber nicht größer als 0, 0 ist ja gleich 0. Also machen wir jetzt mit dem Befehl direkt hinter diesem Befehl weiter. Wir gehen also in die normale Ausführungsreihenfolge zurück und sollen jetzt den Wert ausgeben, der im Register 2 steht. Und das ist der Wert 0. Den schreiben wir also in die Ausgabe. Der Ausgabekopf wandert einen weiter. Und als nächstes kommt der Haltbefehl und die Maschine hält an. Die Programmausführung ist beendet. Nachdem wir das Programm also jetzt einmal ausgeführt und damit die Grundfunktionalitäten dieser Maschine verstanden haben, schauen wir uns jetzt noch einmal die Werte und die Adressen an, mit denen wir es hier zu tun haben. Wir hatten immer gesehen, dass wir bei Load und Write, aber auch bei den Rechenbefehlen, den arithmetischen Befehlen, immer verschiedene Operanden angeben können. Die eine Möglichkeit besteht darin, dass wir einfach eine Zahl dort angeben, Load 1 beispielsweise oder Add 1. Das bezieht sich dann nicht auf die Zahl 1, sondern damit ist dann immer das Register 1 gemeint. Wenn wir dagegen die Zahl 1 meinen, müssen wir das Gleichheitszeichen davor setzen. Add gleich 1 sagt also, addiere den Wert 1 zu dem Wert im Akkumulator, also erhöhe den Wert im Akkumulator um 1. Add 1 hingegen sagt, addiere den Wert, der im Register 1 steht, zum Wert im Akkumulator. Load gleich 0 ist damit eine Art Initialisierung. Wir belegen damit ein Register vor, wir laden nämlich den Wert 0 in den Akkumulator und können ihn von da aus in einem anderen Register speichern. Damit könnten wir also zum Beispiel alle unsere Register erst einmal mit dem Wert 0 füllen, wenn wir das denn wollen. Das kann mitunter sinnvoll sein, brauchen wir an dieser Stelle im Moment aber gerade nicht. Auch eine Initialisierung mit 1 oder anderen Werten kann sinnvoll sein.
Es gibt noch eine andere Art von Adressierung, nämlich die sogenannte indirekte Adressierung. Die würde mit einem Sternchen markiert werden. Store Stern 1 würde bedeuten, dass nicht etwa der Wert aus dem Akkumulator im Register 1 gespeichert werden soll, das wäre ja Store 1. Store Stern 1 besagt, gucke nach, welcher Wert im Register 1 steht und nimm diesen Wert als Registernummer, wo du den Wert aus dem Akkumulator speichern sollst. Steht in Register 1 beispielsweise eine 17, würde Store Stern 1 dafür sorgen, dass der aktuelle Wert aus dem Akkumulator im Register 17 gespeichert würde. Klingt kompliziert, ist ein bisschen komisch, aber keine Sorge, wir werden das in dieser Vorlesung nicht brauchen. Aber das ist tatsächlich ein sehr mächtiges Konstrukt, mit dem man sehr gut arbeiten kann, das sehr hilfreich ist und für bestimmte Programme tatsächlich auch erforderlich ist, damit man sie mit der Registermaschine umsetzen kann. Das soll als erster kleiner Einblick in die Registermaschine ausreichen. In den nächsten zwei Videos werden wir Programme für die Registermaschine entwerfen. Das eine wird ein Programm sein, mit dem wir Zahlen summieren können, das andere ein Programm zur Berechnung von Potenzen. Tschüss, bis zum nächsten Video.